Lesung. Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute Frerich Pohl. Hallo Frerich, stell dich doch einfach mal vor. Ja, hallo. Wie schon gesagt, mein Name ist Frerich Pohl. Ich bin Autor der Bücher Wie ich einer Schlange die Ohren abschwatzte und Das zweite Erwachen der Königin. Ich bin 55 Jahre alt, was mich tatsächlich manchmal erschreckt und erstaunt, wie viel Zeit da schon vergangen ist in meinem Leben. Ich bin geboren in Berlin, wohne auch noch in Berlin. Ich glaube, man wird es ein bisschen hören. Beruflich angefangen habe ich im Möbelkombinat Berlin als Lehrling zum Facharbeiter für Polstertechnik. War danach ein paar Jahre an der Deutschen Staatsoper tätig in den Theaterwerkstätten. War dann Hausmeister, habe meinen Zivildienst in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung gemacht. Habe in einem Flüchtlingsprojekt mitgearbeitet, in dem vorwiegend Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien kamen. Mit Ende 20 habe ich angefangen zu studieren und bin seit Ende meines Studiums in einer Wohngemeinschaft für Menschen mit geistiger Behinderung tätig. Ich habe zwei Kinder, die sind 22 und 17 Jahre alt, also erwachsen bzw. auf dem Weg dahin. Das ist sehr schön. So sehr ich die Zeit genossen habe, als meine Kinder klein waren, freue ich mich jetzt darüber, dass so gewisse Freiheiten einfach zurückkommen zu mir. Hin und wieder mache ich mit ein paar sehr guten, sehr langjährigen Freunden Musik. Ich würde aber von mir nicht behaupten wollen, Musiker zu sein. Und vor ein paar Jahren habe ich das Improvisationstheater für mich entdeckt, habe da eigentlich durchgängig Impro-Workshop-Kurse besucht, mache das bis heute und stehe inzwischen auch hin und wieder mit auf der Bühne und darf bei Shows mitspielen. So viel vielleicht kurz zu mir. Also das war jetzt nicht kurz zu dir, das war ja jede Menge. Also du hast ja schon richtig viel erlebt in deinem Leben, das ist ja unglaublich. Ja, es ist ja auch schon ein paar Jahre dieses Leben. Da kommt einfach ein bisschen was zusammen. Und Langeweile wäre jetzt auch irgendwie kein so richtig toller Lebensinhalt. War für dich keine Option? Nee, nicht wirklich. Also manchmal ist Langeweile tatsächlich gar nicht so schlecht, weil man dann auf Gedanken kommt, auf die man sonst nicht kommt, wenn man nichts zu tun hat, halt womit man sich beschäftigen kann. Aber als Dauerzustand ist es, glaube ich, nicht wirklich erträglich. Da gebe ich dir recht. Jetzt musst du uns mal verraten, welches von den beiden Büchern du heute mitgebracht hast? Ich habe heute mein erstes Buch mitgebracht, Wie ich einer Schlange die Ohren abschwatzte. Vom Genre her bewegt sich das so zwischen Märchen und Fantasy. Da ist mir die Abgrenzung immer nicht so ganz klar. Ich glaube, das fließt auch ineinander über. Und inspiriert ist das Buch durch Märchen, also durch bekannte Märchen, hauptsächlich durch die Grimmschen Märchen. Und dadurch dann nochmal speziell durch Dornröschen, wobei es nicht wirklich um Dornröschen geht. Also sie hat zwar irgendwann ihren Auftritt, aber primär geht es um denjenigen, der den Fluch dann irgendwann beendet hat in einem Land, ja, in dem seltsame bis unschöne Zustände herrschen, nachdem der König verschwunden ist und ein Machtvakuum hinterlassen hat. Das klingt spannend. Also ich bin jetzt wirklich sehr gespannt. Wenn du magst, kannst du auch gleich anfangen mit Lesen. Genau, das mache ich sehr gerne. Ich würde das erste Kapitel überspringen. Da kann ich dann vielleicht später noch was zu sagen und mit dem zweiten Kapitel starten wollen. Das Schloss oder das, was ich dafür hielt, lag vor mir. Es war von einer unüberwindlichen Dornhecke überwuchert. So war es kein Wunder, dass es nahezu in Vergessenheit geraten war. Lag es doch in einem abgelegenen Tal und war vom König nur aus einem Grund und in aller Stille errichtet worden, dem Fluch zu entgehen. Aber vor mir sah ich den Beweis, dass dies nicht gelungen war. Festen Schrittes marschierte ich auf diesen Berg aus Dorn zu. Schon aus einiger Entfernung waren die Überreste und Spuren vergeblicher Versuche, diesen zu überwinden, zu erkennen. Hier und dort steckten Lanzen, Äxte und Schwerter in der Hecke, waren gar mit ihr verwachsen. Es fanden sich Stofffetzen jeder Größe, Farbe und Beschaffenheit, die ihre Besitzer nicht mehr aus den Fängen des Gewächses befreien konnten. Vereinzelt waren auch
von der Sonne ausgeblichene Skelette zu erkennen. Wohl die Überreste jener Unglücklichen, die nach ihrem hiesigen Scheitern keinen Sinn mehr in ihrem irdischen Dasein erkannten und sich in ihrer Verzweiflung in die Dornen gestürzt hatten. Ich umrundete das Schloss einmal, um eine geeignete Stelle für meinen tollkühnen Versuch zu finden. Bisher hatten es nur Söhne hochwohlgeborener Familien gewagt, sich an diesem hartnäckigen Hindernis zu versuchen. Schließlich blieb ich an einer beliebigen Stelle stehen, zog mein Schwert aus der Scheide und hub ein paar Probeschläge in die Luft. Ich atmete einmal tief durch und legte all meine Konzentration, all meine Kraft und Hingabe in den ersten Schlag. Die alten knorrigen Äste zerteilten sich unter meiner Klinge wie weiche Butter. Mit nur wenigen Hieben hatte ich die Hecke durchbrochen und stand im kühlen, dunklen Vorhof des Schlosses. Ein bisher nicht gekanntes Hochgefühl durchströmte mich. Mir, dem Waisenjunge vom Walde, war gelungen, woran Heerscharen von Prinzen gescheitert waren. Flüchtig sah ich mich auf dem Hof um. Vor dem Tor zur Hauptburg saßen zwei Soldaten und schliefen. Es gab keinen Zweifel, sie schliefen. Ruhig und gleichmäßig hoben und senkten sich ihre mächtigen Brustkörbe. Vorsichtig schlich ich an ihnen vorbei und öffnete das schwere Tor zum Haupthof. Dies geschah mit einem lauten, knarzigen Geräusch, bei dem ich befürchtete, die Soldaten könnten erwachen. Aber die beiden schliefen unbeeindruckt weiter. Hinter dem Tor erwartete mich ein überwältigender Anblick. Die halbe königliche Leibgarde lag in voller Montur herum und schnarchte. Es war ein ohrenbetäubender Lärm, der selbst Tote hätte aufhängen können. Auch diesen Hof ließ ich hinter mir und betrat die Eingangshalle. Und auch hier lagen kreuz und quer Menschen neben und übereinander und schliefen. Ich betrat jeden Raum, die Küche, den Thronsaal, das Schlafgemach des Königs, das Schlafgemach der Königin, den Festsaal, die Bibliothek, die Kapelle, die Gesindestuben, Abstellkammern, Vorratskammern, Gästezimmer, Verliese und noch einige mehr. Und überall fanden sich schlafende Menschen, die sich durch nichts und niemanden in ihrem Schlaf stören ließen. Ich durchkämmte jedes Stockwerk, vom Keller bis zum Dach und stand schließlich vor einer verwitterten Holztür oberhalb des eigentlichen Dachgeschosses. Ich spürte, wie sich mein Herzschlag beschleunigte und mit zittrigen Knien ging ich langsam auf die Tür zu. »Karl! Karl!« Die Stimme meines Vaters riss mich je aus meinen Träumen. Die Geschichte der schlafenden Prinzessin hatte mich derart in ihren Bann gezogen, dass ich beinahe in jeder ungestörten Minute von ihr träumte. Aber nie gelang es mir, diese letzte Tür zu öffnen, hinter der ich hoffte, die Prinzessin zu finden, sie zu küssen und durch meinen Kuss zu wecken. Immer wurde mein Traum vor der Tür unterbrochen, sei es durch plötzlich einsetzenden Regen oder die warnenden Schreie des Eichelheers oder wie jetzt durch meinen Vater, der nach mir suchte. »Karl!« hörte ich wieder die Stimme meines Vaters. Im Grunde genommen war es keine Suche. Er wusste immer, wo ich mich gerade befand, und ich wusste, dass er es wusste, so wie er wusste, dass ich wusste, dass er wusste, wo ich gerade war. Es war ein Spiel, welches wir seit unserer Ankunft im Wald fast täglich spielten. Und wir spielten nur für den Moment, in dem er mich, oder besser wir uns fanden, rief mein Vater mit gespielter Sorge. Insgeheim verübelte ich meinem Vater die Unterbrechung meines Traums. Ein wenig war ich ihm aber auch wieder dankbar dafür. So blieb die Prinzessin im Verborgenen und stachelte meine Fantasie nur immer mehr an. »Karl!« Das langgezogene A kündigte das Ende unseres Spiels an und verriet mir, dass mein Vater wieder einmal eine Überraschung für mich hatte. »Hier bin ich!« rief ich und schlug auf dem Weg zu ihm ein paar übermütige Purzelbäume. Er stand am Rand der kleinen Lichtung und grinste mir breit entgegen. »Komm mit, ich will dir etwas zeigen«, sagte er und legte seinen Arm um meine Schulter. »Was ist es?« »Das wirst du schon sehen.« »Ist es groß?« »Vielleicht.« »Ist es gefährlich?« »Ja, ich glaube schon.« »Ist es ein Wolf?« Mein Vater blieb wie angewurzelt stehen und sah mich mit großen Augen an. »Woher?« »Es ist also ein Wolf.« »Manchmal verblüffst du mich«, sagte mein Vater kopfschüttelnd. »Manchmal verblüffst du mich«, erwiderte ich. »Wieso? Wie lange hast du mich gesucht?« »Ich habe dich nicht gesucht. Ich wusste, wo du bist.« »Na siehst du, du weißt, wo ich bin und ich bin, was du denkst.« »Darauf würde ich mich aber lieber nicht verlassen«, sagte er betrübt. »Ich habe dich, bevor ich von dir erfuhr, nicht gespürt.« »Die Welt ist groß und weit und voller aufregender Geschichten. Da kann man schon mal was übersehen.« Wir lachten.
Aber spürten beide, dass unser Zusammenhalt auf etwas für uns kaum fassbaren, aber sehr zerbrechlichen beruhte. Wir sprachen nie darüber. Ja, aber manche Gegenden sollte man lieber meiden, lenkte mein Vater ab. Wie unseren Wald hier, antwortete ich dankbar. Genau, und jetzt komm. Baruch will dir den Wolf unbedingt zeigen. Baruch war ein eigentümlicher Mensch. Wer er war und woher er kam, wusste niemand, nicht einmal er selbst. Er lebte schon immer hier im Blaubeimer Forst, jedenfalls soweit er sich zurück im Sinn konnte, und war auf eine sonderbare Weise mit ihm verwachsen. Von allen Kreaturen des Waldes wurde er hoch geachtet. Äußerlich war er ein Mensch, verfügte aber über die Instinkte der Tiere. Er verständigte sich sowohl mit uns als auch mit ihnen in einem Gemisch aus Lauten und Zeichen. Und wirkte er einerseits dumm und einfältig, so schien er andererseits alles zu verstehen und über eine Weisheit zu verfügen, die wir normale Menschen niemals erreichen können. Das Erstaunlichste an ihm aber war, dass er scheinbar völlig allein in diesem sagenumwobenen Wald überlebt hatte. Denn alles, was man sich über den Blaubeimer Forst erzählte, schien in irgendeiner Art zu stimmen. Dieser Wald war einer der gefährlichsten Orte, die man sich vorstellen konnte. Und bot deshalb nicht nur uns, sondern auch einer Reihe größerer und kleinerer Ganoven Unterschlupf. Wegen denen aber wurde der Wald nicht gefährlicher. Die meisten hielt es aus dem einen oder anderen Grund auch nicht lange hier. Es gab im Wald Pflanzen, die bei ihrem bloßen Anblick schlimme Wahnvorstellungen auslösten und so manch einen in ewige Verwirrtheit stürzten. Es gab Insekten, deren Summen einen in den Wahnsinn treiben konnte. Der Stich manch anderer löste eine Lähmung aus, die alles bis auf die kleinen Zehen erfasste. Wieder andere sonderten ein Sekret ab, welches einen glauben ließ, eine Nacktschnecke zu sein. Es gab Orte im Wald, an denen man die Stimmen der hier Verstorbenen hören konnte, die einen mit einschmeichelnden Worten ins Verderben zu locken versuchten. Andere Orte wieder veränderten sich ständig. Waren sie heute noch Lichtung, waren sie morgen Wegkreuzung, übermorgen Hügel und vorgestern Erdloch. Es gab Bäume, die in einer Geschwindigkeit um einen herumwuchsen, dass ein Entkommen unmöglich war und man fortan mitten in ihrem Stamm leben musste. Es hielt sich sogar das hartnäckige Gerücht, es gebe Drachen hier im Wald. Dies allerdings halte ich für übertrieben. Mir persönlich ist nie einer begegnet und selbst Baruch schien darüber nicht zu wissen. Und dann gab es da noch den alten Wald. Dorthin wagte sich niemand und auch Baruch mit diesen Teilen. Der alte Wald begann irgendwo und endete nirgends. So jedenfalls die Legende. Wo er begann, habe ich gesehen oder vielmehr erahnt. Dort, wo der Blaubeimer Forst immer dichter und leiser wird, irgendwann verstummen die letzten Vögel und Fliegen, soll er beginnen. Wer diesen Punkt jemals überschritten hat, kehrt niemals zurück, sagt man. Aber es gab auch einige sichere Orte. Diese aber musste man kennen und erkennen. Am sichersten war man in der unmittelbaren Nähe alter Hachtelschalmbäume, deren weit herunterhängende Blätter alle Gefahren abzuhalten schienen. Und überall hier kannte sich Baruch mit schlafwandlerischer Sicherheit aus und führte auch uns, mein Vater und mich, in die Geheimnisse des Waldes ein, bis wir ohne Gefahr für Leib und Leben hier sein konnten. Mein Vater kannte ihn seit vielen Jahren, seitdem er sich das erste Mal hier hatte verstecken müssen. Es war eine Freundschaft zwischen beiden Erwachsenen, die mich vom ersten Augenblick an einschloss und die meine Kindertage ungemein bereicherten. Von Baruch erfuhr ich alles über Pflanzen und Tiere, was ein Mensch nur wissen kann. Er lehrte mich Respekt vor allem, was lebt, und Achtung vor der kleinsten Pflanze. Ich glaube, würde man den Wald aus einer irrsinnigen Laune heraus abholzen, würde auch Baruch elendig zugrunde gehen. Nirgendwo anders als hier konnte er sein. Wie recht ich mit dieser Annahme hatte, sollte ich später erfahren. Er hatte schon oft Tiere gefangen, um sie mir zu zeigen. Dies gelang ihm mit einer Leichtigkeit, dass man fast schon meinen konnte, die Tiere wollten von ihm gefangen werden. Diesmal also war es ein Wolf. Und es war der größte, den ich jemals gesehen habe. Er war mit einem festen Seil an einen Baum gebunden. Ihm gegenüber, an einen anderen Baum gelehnt, saß Baruch und wartete auf uns. Er war ein leicht untersetzter, kräftiger Mann mit dichten schwarzen Haaren, die ihm bis in das Gesicht hineinfielen, und einen ebenso dichten schwarzen Bart. Zwischen all den Haaren schauten zwei immer freundliche, dunkle Augen hervor. Mein Vater setzte sich neben ihn, während ich gebannt vom Anblick des Wolfs stehen blieb. Unter seinem silbrig-grau glänzenden Fell zeichneten sich straffe Muskeln ab und seine Augen funkelten gefährlich. Er schien zu spüren, wie beeindruckt ich von ihm war, denn er wandte den Kopf in meine Richtung und sah mich an. Schon diese kleine Bewegung verriet die Kraft, die in ihm wohnte. Er zog die Lefzen hoch und gab den Blick frei auf ein makelloses Gebiss,
mit dem niemand von uns nähere Bekanntschaft würde schließen wollen. Und dann geschah etwas, von dem ich im ersten Moment glaubte, es mir einzubilden. Der Wolf grinste mich an. Er verzog seine Schnauze zu einem breiten Grinsen. »Was seid ihr nur für seltsame Leute?« hörte ich, während ich mich noch über das Grinsen des Wolfes wunderte, eine tiefe, heisere Stimme. Fragend sah ich zu Baruch und zu meinem Vater. Aber beide schienen weder etwas gesagt noch gehört zu haben. »Treibt euch hier im Wald herum, als hättet ihr vor gar nichts Angst.« Wieder sah ich zu den beiden, die sich aber weder um mich noch um den Wolf noch um irgendwelche Stimmen zu kümmern schienen, sondern einfach den Tag und die Sonne genossen. »Wer ist da?« wollte ich gerade fragen, doch die Stimme kam mir zuvor. »Sei still. Niemand außer dir kann mich hören. Oh Mann, was für eine abgedroschene Floskel. Aber so ist es nun mal. Du brauchst nicht zu reden. Es reicht, wenn du denkst.« »Wer?« »Sch, unterbrach mich die Stimme noch, bevor ein Laut meinen Mund verlassen hatte. »Sei leise und denke. Es ist besser für uns beide, wenn du dich von Anfang an diese Art der Unterhaltung gewöhnst.« »Gut«, dachte ich. »Wer bist du?« »Wer denkst du denn, wer ich bin? Wer ist denn hier außer euch und mir? Und von euch redet ja gerade keiner. Ich bin es, der Wolf.« »Der Wolf?« Ich betrachtete den Wolf und hatte den Eindruck, dass sein Grinsen noch breiter geworden war. »Ja, der Wolf. Oder denkst du vielleicht, dass die Tanne, an die ich hier gebunden bin, mit dir redet?« »Aber...« »Kein Aber. Ich weiß, was du sagen willst. Aber so ist es nun mal. Wir können uns unterhalten. Frag mich nicht, wie das geht. Ich mache das auch zum ersten Mal. Ich rede mit einem Menschenkind. Habe ich vielleicht etwas Verdorbenes gegessen?« »Was hast du damit gemeint, wir seien seltsame Leute?« »Im Übrigen solltest du das, was ich über die Tanne gesagt habe, wieder vergessen. Nicht, dass sie noch beleidigt ist. Denn natürlich könnte sie sich auch mit dir unterhalten, wenn sie denn wollte. Aber du hattest mich etwas gefragt.« »Wie bitte?« Versuchte ich zu denken und nicht zu sagen, was mir aber nicht sonderlich leicht fiel. »Du wolltest wissen, warum ihr seltsame Leute seid.« »Ja?« »Was ist denn los mit dir? Kannst du dich nicht mal mehr daran erinnern, was du eben noch wissen wolltest?« »Doch, aber ich...« »Na also, was denkst du denn, was ich gemeint habe damit, dass ihr seltsame Leute seid? Ein riesenhafter Kerl, sein Sohn und ein Verrückter, die sich ausgerechnet hier im Blaubeimer Forst herumtreiben und nicht den Eindruck machen, sie hätten sich verlaufen oder dass sie zu den üblen Gestalten gehören, die sonst hier zu finden und zu fressen sind, wirken auf mich schon leicht befremdlich.« »Immerhin hat der deiner Meinung nach Verrückte dich gefangen«, erwiderte ich empört. »Und außerdem solltest du Baruch kennen. Er lebt schließlich schon ganz lange hier.« »Ah, glaubst du ernsthaft, er hätte mich gefangen, wenn ich es nicht gewollt hätte? Hä? Und dass ich den Verrückten schon eine Weile kenne, heißt ja wohl lange nicht, dass er deswegen weniger verrückt ist.« »Du hast dich also freiwillig fangen lassen, ja?« »Ja.« »Ich glaube, das ist das erste Mal, dass sich ein Wolf freiwillig fangen lässt. Wozu das Ganze?« »Lass uns von was anderem reden.« »Ich glaube nicht, dass du dich hast freiwillig fangen lassen.« Allmählich hatte ich mich an diese Form der Unterhaltung gewöhnt und sie gefiel mir eigentlich auch recht gut. »Doch, habe ich doch gesagt. Mich fängt niemand, es sei denn, ich will es.« »Dann kannst du auch sagen, warum.« »Ach, einfach bloß so. Ich wollte es halt mal ausprobieren, wie das so ist, gefangen zu sein.« »Und das soll ich dir glauben?« »Ja.« »Finde ich ziemlich blöd.« »Schweigen.« »Wie heißt du eigentlich?« »Schweigen.« »Bist du jetzt beleidigt?« »Schweigen.« »Also, ich heiße Karl Hugo, wobei mein Vater immer nur Karl sagt, weil ich mir den Namen Hugo selbst gegeben habe, nach einem Freund, der nicht mehr da ist.« Das Denken statt Sprechen klappte immer besser und der beleidigte Ausdruck im Gesicht des Wolfs stachelte mich nur umso mehr an. »Den haben die Mönche des Waisenheims verkauft, aber mein Vater sagt, für ihn bin ich einfach Karl. Ich war nämlich bis vor einem Jahr im Waisenheim, musst du wissen. Und erst dann hat mein Vater mich gefunden und um mich da rauszuholen, hat er erst Bruder Johannes verprügelt, der so furchtbar aus dem Mund stinkt, und dann Bruder Josef erwürgt, weil der hatte mich vorher verprügelt. Hier, am Kinn habe ich immer noch eine Narbe davon. Aber vielleicht hat er ihn auch nicht ganz erwürgt. Wir sind jedenfalls gegangen, ohne genau nachzusehen, weil wir wollten da nur weg.« »Hör auf. Verschon mich mit deiner ganzen Lebensgeschichte.« »Aber ich wollte noch erzählen.« »Nein, es reicht. Ich will es nicht wissen. Jedenfalls nicht, solange ich es mir nicht freiwillig anhören kann.
sondern gewissermaßen dazu gezwungen werde. Der Wolf zog leicht an dem Seil um seinen Hals. Na gut, aber nur, wenn du nicht mehr beleidigt bist. Dann nimm zurück, dass ich blöd bin. Hab ich doch gar nicht gesagt. Doch, hast du. Ich habe nur gesagt, dass ich es ziemlich blöd finde, sich absichtlich fangen zu lassen. Das ist das Gleiche. Du bist ganz schön empfindlich. Also nimmst du es jetzt zurück? Von mir aus? Dann sag es. Du bist nicht blöd. Und es war auch nicht blöd, sich fangen zu lassen. Und es war auch nicht blöd, sich fangen zu lassen. Zufrieden? Ja, nenn mich einfach Wolf. Du bist ein Wolf und heißt Wolf? Nenn mich einfach so, ja. In Ordnung, Wolf. Was macht ihr eigentlich hier? Wir leben hier. Wie kommt man denn auf die Idee, im Blaubeimer Forst leben zu wollen? Na, du lebst doch auch hier. Ich bin ja auch ein Wolf. Wir Wölfe leben nun mal im Wald. Und sogar in einem wie diesem hier. Aber was Menschen bewegt, freiwillig hier zu sein, verstehe ich nicht. Naja, Baruch lebt ja nun schon immer hier. Ja, ich weiß. Und bei ihm verstehe ich es auch ein wenig. Er kennt ja nichts anderes. Aber ihr? Mein Vater hat eigentlich immer irgendwelchen Ärger. Und hier sind wir ziemlich sicher. Der Wolf sagt zu meinem Vater. Er sieht gar nicht aus wie einer dieser Galgenvögel, die sich sonst hier so rumtreiben. Mein Vater ist kein Galgenvogel! Und er verlässt ziemlich oft den Wald, dafür, dass er sich vor irgendwem versteckt. Woher weißt du das denn? Er hatte mich getroffen, denn es stimmte. Mein Vater verschwand von Zeit zu Zeit aus dem Wald und ließ mich ohne jegliche Erklärung bei Baruch zurück. Und so sehr ich mich auch bemühte, gelang es mir doch nicht, so tief in seine Gedanken vorzudringen, um das Geheimnis seines Verschwindens zu lüften. Ich konnte seine Gedanken nur so weit lesen, wie er es zuließ. Weißt du, es gibt wenig, was mir in diesem Wald verborgen bleibt. Ich war sprachlos. Der Wolf hatte diesen einen wunden Punkt berührt, der mich bei aller Liebe zu meinem Vater belastete. Sein scheinbar zu geringes Vertrauen mir gegenüber. Warum konnte er sich mir nicht anvertrauen? Wenn er bei mir war, war alles gut. Aber es gab etwas, das ihn immer wieder vorzog und er schloss mich davon aus. Ich fühlte mich immer dann, wenn er wieder einmal ging, elend und verlassen. Wagte es aber nicht, mit ihm darüber zu reden. Hör mal, es ist Zeit, dass ich langsam gehe, unterbrach der Wolf meine immer schwermütiger werdenden Gedanken. Ja, ich glaube, ich könnte dazu deine Hilfe gebrauchen. Ja? Sag doch bitte dem deinem Freund, er möge mich losbinden. Ja. Hörst du mir eigentlich noch zu? Ja. Also, was ist jetzt? Was ist was? Du hast mir nicht zugehört, oder? Sag lieber nichts. Aber wärst du vielleicht so gnädig, dafür zu sorgen, dass man mich losbindet? Kannst du das nicht selbst? Du hast dich doch auch so toll fangen lassen. Sehr witzig. Nun mach schon. Ich weiß, dass es nicht richtig war, aber ich spürte einen wütenden Zorn auf den Wolf. Er hatte an einen wunden Punkt gerührt und meine eben noch hervorragende Laune ins Gegenteil verkehrt. Ich denke, du bist so toll, dass man dich nur fängt, wenn du willst. Dann schaffst du es sicherlich auch alleine, Baruch zu überzeugen, dich gehen zu lassen, dachte ich mit trotzig wütendem Unterton. Sicher könnte ich das alleine. Aber ich fände es besser, wenn du das machst. Ich war wirklich wütend. Also gut, ich habe nicht ganz die Wahrheit gesagt. Ich bin Baruch wie ein Welpe in die Arme gelaufen. Aber ich war wütend, ungefähr so wie du jetzt. Wenn man sich zu sehr von seiner Wut leiten lässt, dann macht man Fehler. Warum? Warum ich wütend war? Ich fühlte mich hintergangen, ähnlich wie du jetzt. Nur für eine für mich weitaus gefährlichere Weise. Wie du vielleicht weißt, leben wir Wölfe für gewöhnlich in großen Gruppen zusammen. Und du weißt sicher auch, dass es einen Leitwolf gibt. Und sieh mich an. Kannst du dir einen Wolf vorstellen, der besser für die Rolle des Leitwolfs geeignet wäre als ich? Nein. Siehst du, und genau so haben es die anderen Wölfe meines Rudels auch gesehen. Bis vor wenigen Stunden. Es ist einer Handvoll jungen, ehrgeizigen Wölfen gelungen, die Mehrheit davon zu überzeugen, ich sei alt, schwach und senil. Weißt du, was man mit alten, schwachen, senilen Wölfen macht? Vor allem, wenn sie das nicht sind? Genau. Und ich war wütend auf diese dummen Wölfe, die sich haben so hin das Licht führen lassen. Und deshalb bin ich, ohne aufzupassen, durch diesen verdammten Wald gerannt. Und plötzlich hatte ich einen Strick um den Hals und fand mich an diesem verfluchten Baum gebunden wieder.
Diese verdammten Intriganten. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Na hör mal, ich hab doch schließlich auch meinen Stolz. Also was ist? Hilfst du mir jetzt? Und dann wirst du dich an den anderen rächen? Was weiß ich. Ich will erstmal nur losgemacht werden. Könntest du das bitte für mich in die Wege leiten? Na gut, dachte ich. Und laut zu Baruch und meinem Vater sagte ich, ich lasse den Wolf jetzt laufen. Und ohne eine Antwort abzuwarten, löste ich den Strick um seinen Hals und er verschwand blitzschnell und fast lautlos im Dickicht. Wow, ich bin ein bisschen sprachlos. Echt? Ja. Wieso? Das war mehr als schön. Das war mega. Okay, das freut mich. Das freut mich, wenn das, wenn es dir gefallen hat. Also du hast eine richtig tolle Vorlesestimme und dein Buch ist auch richtig toll. Tatsächlich ist mir das auch schon mal gesagt worden mit dem Lesen. Ja, du musst unbedingt ganz viele Lesungen halten. Ich werde mal schauen, was ich machen und einrichten lässt, ja. Sehr gut. Auf alle Fälle. Ja, lass uns mal über deine Figuren sprechen. Vielleicht magst du die mal ein bisschen vorstellen. Ja, kann ich gerne machen. Also da ist ja zuerst mal der Karl, der Hauptprotagonist. Der ist jetzt zu dem Zeitpunkt, was ich gelesen habe, ungefähr 8 Jahre alt. Er verbringt die ersten Jahre seines Lebens in einem Waisenheim, weil er gar nicht weiß, dass er einen Vater hat und auch der Vater noch gar nicht weiß, dass er einen Sohn hat. In diesem Waisenheim herrschen schon sehr miserable Zustände. Der Karl ist ein kluger, gewitzter Kerl. Er hat ein riesengroßes Maß an Empathie, schießt aber da manchmal auch übers Ziel hinaus. Also er macht durchaus auch Dinge, von denen er selbst weiß, die sind nicht so ganz okay. Er macht es trotzdem und er hat auch immer einen guten Grund dafür, die Dinge zu tun. Manchmal bleibt so vielleicht so ein bisschen schlechtes Gewissen, aber das kann er auch irgendwie ganz gut dann wieder wegdrücken. Er hat man jetzt schon gehört, zu Tieren ein besonderes Verhältnis. Also er kann sich mit dem Wolf telepathisch unterhalten. Ansonsten hat er auch zu anderen Tieren eine große Verbindung, was ihm mitunter hilfreich wird im Laufe der Geschichte. Er hat auch noch die Fähigkeit, sehr schnell zu sein. Also er kann Gefahren einfach ausweichen, spürt, woher Gefahren kommen. Vermutlich hat er das im Wald auch ein bisschen gelernt. Und er neigt ein kleines bisschen zur Prahlerei hin und wieder. Und natürlich ist er auch getrieben, hauptsächlich von diesem fixen Gedanken, derjenige zu sein, der die Prinzessin von ihrem Fluch erlöst. Dann gibt's natürlich den Vater, das ist ein großer, kräftiger Kerl, mit dem man sich nicht wirklich gerne anlegen möchte, wobei er eigentlich auch ein friedlicher Zeitgenosse ist, der auch immer wieder mit der Obrigkeit in Konflikt gerät und so seine Geheimnisse hat, natürlich, auch vor Karl seine Geheimnisse hat. Er ist nichtsdestotrotz Beschützer und Held für ihn. Und er hat zu bestimmten moralischen Vorstellungen ein doch eher unverkrampftes Verhältnis und führte bis dahin und dann auch weiterhin ein relativ unstetes Leben. Dann sind da noch der Wolf und Baruch, die beide ein bisschen skurrile Charaktere sind, die in der Zeit im Wald zu wirklich wichtigen Mentoren werden für Karl. Und dann gibt's noch jemand ganz Wichtiges, der ist jetzt noch nicht aufgetaucht, das ist der Bruder von Karl, beziehungsweise sein Halbbruder. Er weiß jetzt auch noch gar nicht, dass er diesen Halbbruder hat. Der ist völlig anders als Karl. Der ist still, zurückhaltend, ein bisschen schüchtern, wird leicht übersehen beziehungsweise nicht beachtet so richtig. Da leidet er auch drunter. Andererseits nutzt er das auch immer wieder aus, weil er Dinge tun kann und
auch andererseits Sachen erfährt, die sonst im Verborgenen bleiben würden. Ja, er ist so ein bisschen moralischer Kompass für Karl. Die beiden haben eigentlich vom ersten Moment an, wo sie sich begegnen, ein tiefes Inneres, eine tiefe innere Verbindung zueinander. Und der Edelbert ist unwahrscheinlich leidensfähig. Das wird im Laufe der Geschichte vielleicht deutlich. Und dann gibt es natürlich auch den Antagonisten, also da gibt es tatsächlich eigentlich mehrere, hauptsächlich den Johannes, der von dem schon kurz die Rede war, das ist der Vorsteher von dem Waisenheim, in dem Karl anfänglich lebt. Der regiert da mit Grausamkeit und Gewalt nicht nur den Kindern gegenüber, sondern auch seinen Mitbrüdern. Er selbst würde aber nie behaupten, dass er grausam und gewalttätig ist, sondern er tut das alles, weil er der Meinung ist, es ist notwendig. Es ist notwendig, die Menschen mit Härte und Gewalt zu behandeln und zu erziehen, damit sie genau wissen, wo ihr Platz im Leben ist. Er erleidet einen ziemlichen Machtverlust, als Karl von seinem Vater im Grunde genommen befreit wird, was bei ihm zu einer sehr starken Verbitterung führt. Und aus dieser Verbitterung heraus verfolgt er letztendlich Karl durch die ganze Geschichte und wird durchaus problematisch für ihn. Darüber hinaus gibt es noch eine ganze Reihe mehr Charaktere, die in diesem Buch vorkommen. Auch eine ganze Reihe weiblicher Charaktere. Ich habe jetzt bloß Männer vorgestellt, im Grunde genommen. Es gibt also auch außer der Prinzessin noch weitere Frauen, die auf Karl einen mitunter sehr bedeutenden, einschneidenden Einfluss haben. Aber mehr will ich dazu jetzt eigentlich erstmal nicht sagen. Du musst ja auch nicht alles verraten. Aber was du jetzt verraten musst, ist natürlich, wo dein Buch spielt. Ja, also der Ort oder das Land ist natürlich völlig fiktiv. Namentlich ist es auch nicht benannt. Es ist ein großes Land. Märchenreich passt irgendwie nicht so richtig. Es ist einfach ein großes, fiktives Land, in dem es eine ganze Menge Orte gibt, also sehr viel mehr, als in dem Buch beschrieben werden. Also es gibt unterschiedliche Herrschaftsbereiche, wo Herzöge herrschen, Grafen, Barone. Und über allem sollte eigentlich ein König regieren, der ja weg ist. Ja, viel mehr ist zu dem Land gar nicht zu sagen. Ich könnte natürlich die einzelnen Orte auch ein bisschen erzählen, an denen das spielt. Das ist halt zum einen das Waisenheim, denn der Blaubeumer Forst, aus dem ich jetzt gerade vorgelesen habe, das ist ein mystischer, magischer Wald. Es gibt dann das Dorf, in dem der Bruder von Karl wohnt. Es gibt ein paar geheimnisvolle Inseln, die die beiden dann aufsuchen. Dann gibt es die sogenannte freie Händlerstadt Violan, die dann letztendlich gar nicht so frei ist. Und dann gibt es natürlich auch irgendwann dieses von Dorn überwucherte Schloss, in welchem die Prinzessin samt König und Königin und Hofstaat immer noch vor sich hin schlafen. Und danach gibt es dann noch ein paar weitere Orte, weil die Geschichte ist nicht zu Ende mit Beendigung des Fluchs. Dann machst du das aber ganz schön spannend. Ja, das ist ein bisschen beabsichtigt, glaube ich. Das ist auch gut so. Ja. Magst du weiterlesen? Also, ich würde mich sehr freuen. Gerne. Also, ich lese jetzt weiter, nachdem Karl den Wald verlassen musste. Das Dorf lag still und friedlich in der nachmittäglichen Herbstsonne. Noch hatte das frühabendliche Leben nicht eingesetzt. Auf meinem Weg hatte ich die Bauern, ihre Knechte und Mägde auf den umliegenden Feldern gesehen. Diese trugen reiche Ernte und es musste jede Stunde genutzt werden, da ein einziger starker Herbststurm die Mühen eines Jahres zunichte machen konnte.
Das Dorf machte einen gepflegten und für diese abgeschiedene Gegend wohlhabenden Eindruck. Die Höfe waren nicht protzig oder stellten den Reichtum ihrer Besitzer heraus, waren aber allesamt in einem guten Zustand. Selbst an den Hütten der Landlosen waren keine einfallenden Dächer oder schief hängenden Fensterläden zu entdecken. Den Mittelpunkt des Dorfes bildete ein kreisförmiger Platz, in dessen Mitte sich ein kleiner Teich befand. An diesem standen alte Trauerweiden, die ihre Blätter bis tief in das Wasser hineinhängen ließen. Es führte ein künstlich angelegter, schmaler Weg am Ufer des Teiches entlang, an dem vereinzelt ein paar grob gezimmerte Bänke standen, die zum Verweilen einluden. Der Uferstreifen war stark bewachsen mit Gräsern und Kräuterpflanzen. Dieser Bewuchs ging nach außen hin in immer dünner werdende Grasbüschel über, um schließlich einer grauen, staubigen Erde zu weichen. Um den Platz herum lagen die größeren Höfe. Dahinter schlossen sich die mittleren und kleinen an und im äußeren Ring fanden sich die Hütten der Armen. Am Platz fand sich auch ein weiteres Gebäude, die Wirtschaft. Da bei dieser die Türen noch verschlossen waren, ich glaube, mein erster Weg hätte mich ohnehin nicht dorthin geführt, suchte ich mir einen sonnigen Platz am Teich. Ich setzte mich in das hochgewachsene Gras und versuchte die letzte wärmende Sonne, bevor der Winter mit seinem Schnee und Frost die Erde unter sich begrub, zu genießen. Nur wollte mir dies nicht so recht gelingen. Zu sehr rasten die Gedanken durch meinen Kopf und warfen Fragen auf, die mich von einem unbeschwerten Herbsttag fernhielten. Warum hatte der Wolf mich ausgerechnet hierher geschickt? War ich überhaupt im richtigen Dorf? Sicher, es lag im Tal eines Berges, den ich vom Wald aus gesehen hatte. Aber war es auch der richtige Berg? Schließlich hatte der Wolf einräumen müssen, dass er es so genau auch nicht wusste. Was sollte ich hier? Wie sollte ich mich verhalten, wenn die Menschen von den Feldern zurückkehrten? Was sollte ich sagen oder fragen? Würden sie mich nicht vielleicht gleich wieder fortjagen? Ich war immerhin ein Fremder und in so unruhigen Zeiten wie diesen waren Fremde nicht selten unerwünschte Gäste. Und dann tauchte eine Frage auf, die ich selbst bei all meinen Problemen als unpassend empfand, die mich aber fortan so stark zu beschäftigen begann, dass alle anderen in den Hintergrund gerieten. Wie würde meine erste Begegnung mit einer Frau oder einem Mädchen verlaufen? Ich hatte auf meinem Weg niemanden getroffen, war auch jeder Möglichkeit, einer Menschenseele zu begegnen, ausgewichen. Auch die auf den Feldern Arbeitenden hatte ich nur aus der Ferne gesehen und mich so gut es ging vor ihren Blicken verborgen. Ich begann mir meine erste Begegnung dieser Art vorzustellen. Was ich sagen würde, was sie sagen würde. Was ich empfinden würde. Ich schloss die Augen und für einen kurzen Moment gelang es mir doch, die wärmenden Strahlen der Sonne zu genießen. Die Begegnung war in meiner Fantasie zu meiner Zufriedenheit verlaufen. Ich spürte ruckartige Stöße an meiner Schulter. Was treibst du hier? Hä? Was hast du hier zu suchen? Keifte eine hohe, schrille Stimme. Ich drehte mich um und augenblicklich verstummte die Person hinter mir und starrte mich nur mit weit aufgerissenem Mund an. Auch ich verfiel augenblicklich in ein ebenso ungläubiges Starren. Das hatte ich mir ganz anders vorgestellt. Vor mir stand eine Frau, aber was für eine. Sie war nicht nur alt, sie war auch noch hässlich. Sie starrte mich aus tief liegenden, schwarzen, kalten Augen, um die sich Dutzende tiefer Falten gebildet hatten, an. Ihr zahnloser, breiter Mund war weit aufgerissen. Die Nase hing ein gutes Stück über diesen hinaus. Stirn und Wangen waren übersät mit kleinen und großen roten bis eitrig gelben Furunkeln, die je nach Zustand aufzuplatzen drohten. Am Kinn hatte sie eine riesige behaarte Warze. Unter ihrem Kopftuch schauten ein paar graue, fettige Haarsträhnen hervor. Gekleidet war sie in ein zerschlissenes schwarzes Etwas, welches vielleicht einmal Ähnlichkeit mit einem Kleid gehabt haben mochte. In der linken Hand hielt sie einen knorrigen Stock, mit dem sie mich gestoßen hatte und den sie mir jetzt vor mein Gesicht hielt. Die rechte Hand hing schlaff an der Seite herunter. Sie trug keine Schuhe. Ihre aufgequollenen Füße hätten ohnehin nicht in solche hineingepasst. Du, sagte sie und ihr Mund verzog sich zu einem nicht unfreundlichen Grinsen. Komm mit! Blitzschnell hatte sie mich mit ihrer gerade noch schlaff herabhängenden Hand am Arm gepackt und zog mich hoch. Mach schon! Ihre Stimme war mit Ungeduld überladen. Sie zog mich humpelnd hinter sich her, über den staubigen Platz. Vorbei an den reichen Höfen und der Wirtschaft, vorbei an den mittleren und kleinen Höfen, hin zu dem äußersten Dorfrand. Ich versuchte mich loszureißen, aber ihr Griff war erstaunlich fest. In ihr schienen ungeahnte Kräfte zu wohnen. Gelegentlich drehte sie sich zu mir um, um mich mit einem Blick, wie ihn ein Jäger stolz auf seine Beute wirft, zu betrachten.
Sie sagte kein Wort und ich brachte ebenfalls nichts hervor. Mein Hals war kratzig und trocken und mehr als ein unverständliches Röcheln hätte ich nicht zustande gebracht. Diese Frau machte mir Angst. Sie hielt meinen Arm mit ihrer knochigen Hand fest umschlossen und zog mich unerbittlich mit sich. Mir fielen die Geschichten meines Vaters ein, von alten Weibern, Hexen, die über übernatürliche Kräfte verfügten, die einen nur durch ihren Blick mit einem Fluch belegen konnten, in deren kleinem Finger sich mehr unheilvolle schwarze Magie ansammelte als an irgendeinem anderen Ort. Ich sah mich schon in einer finsteren Hexenküche landen, verzaubert in einen Gnom, dem Willen der hässlichen alten Verlus ausgesetzt. »Wir sind gleich da!« sagte sie mit einer mit riesiger Freude angefüllten Stimme und blitzte mich aus ihren schwarzen, unheimlichen Augen an. Vor einem schlichten, aber bunt angemalten Haus blieb sie stehen. Die Tür war angelehnt und jetzt spürte ich es. Ein unsichtbares Band, welches mich unweigerlich in das Haus hineinzog. Die Alte hatte mich losgelassen und kicherte zufrieden vor sich hin. Sie hatte mit einem Mal alles Bedrohliche verloren, war jetzt nur noch eine alte Frau. Sie gab mir kichernd einen Stoß in den Rücken. »Na los, geh schon!« Ich stolperte unsicher vorwärts. Was würde mich in dem Haus erwarten? Ich sah mich nach der Alten um, aber sie bedeutete mir nur, mit einer fahrigen Handbewegung weiterzugehen. Zaghaft klopfte ich an die Tür. »Geh einfach rein!« forderte die Alte mich mit schriller Stimme auf. Da von drin keine Antwort kam, drückte ich die Tür ein Spalt breit auf, aber noch immer waren von dort keine Lebenszeichen zu vernehmen. »Weiter, weiter!« trieb sie mich in meinem Rücken an. »Hallo? Ist jemand zu Haus?« hörte ich mich sagen. »Komm ruhig herein«, antwortete eine angenehm warme Stimme aus dem Inneren. Ich öffnete die Tür so weit, dass ich in das Haus hereinschauen konnte. Der Innenraum lag im Halbdunkel. Die Fensterläden waren geschlossen und nur durch die Ritzen in ihnen fanden vereinzelte Sonnenstrahlen den Weg ins Innere. »Komm ruhig herein«, wiederholte die Stimme. Zögerlich blieb ich auf der Schwelle stehen. Ich spürte deutlich das unsichtbare Band, welches mich zog, schreckte aber vor dem Schritt ins Ungewisse zurück. »Na, wird's bald!« greifte die Alte hinter mir. Behutsam setzte ich einen Schritt in das Haus. Ich hielt inne, damit sich meine Augen an das ungewohnte, dämmerige Licht gewöhnen konnten. Ich fühlte die Blicke des oder derjenigen auf mir, die sich im Haus befanden. Ich war wieder einmal in einer unangenehmen Lage. Ich wurde gesehen, konnte meine Gegenüber aber nicht ausmachen. Liebend gern hätte ich das Haus auf der Stelle wieder verlassen. Aber da war das Band, welches mich festhielt. Ja, noch weiter in den dunklen Raum hineinzog. Als sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, erkannte ich eine Gestalt, die an einem Tisch saß. Vor sich ein Teller mit dampfender, warmer Gemüsesuppe. Plötzlich wurde mir bewusst, dass ich seit fast 2 Tagen kaum etwas gegessen hatte. Ich hatte Hunger. Hunger war aber im Moment ein kleines Problem. Das Band, welches mich daran gehindert hatte, vorzulaufen, endete bei der Gestalt am Tisch. Aber wer war diese Gestalt? Sie war nicht mein Vater. Dazu war sie zu klein. »Oh, entschuldige«, erklang die Stimme aus dem hinteren, für mich im dunklen liegenden Teil des Raums. »Wir sollten vielleicht einen Fensterladen öffnen. Wir halten sie zu dieser Jahreszeit nur wegen der Mücken geschlossen. Woanders findest du jetzt gar keine mehr. Aber hier wimmelt es mehr denn je von diesen Biestern. Und wenn die Fenster offen sind, na ja, und wir müssen halt ein bisschen sparsam mit unseren Kerzen umgehen, deshalb die Dunkelheit. Man gewöhnt sich daran. Und wir sind ja doch meist draußen. Aber wir können ja mal eine Ausnahme machen.« Die Stimme sprach zu mir, als würden wir uns schon lange kennen und wären uns sehr vertraut. Aber dies war und konnte nicht sein. Es war die Stimme einer Frau. Es waren Schritte auf dem mit Stroh bedeckten Lehmfußboden zu hören. Dann entstand wie durch Geisterhand eine kleine Öffnung an der Rückseite des Hauses und gab den Blick frei auf einen kleinen, aber gut bestellten Kräuter- und Gemüsegarten. Die schwächer werdende Nachmittagssonne fand durch das kleine Fenster den Weg ins Innere des Hauses und ließ mich die am Tisch sitzende Gestalt erkennen. Sprachlos starrte ich sie an. »Du musst Karl sein.« Aus dem noch im Dunkeln liegenden Teil des Raumes löste sich jemand, trat in den Lichtschein und zog für einen Moment meine Aufmerksamkeit auf sich. »Ich habe mich schon gefragt, wann wir uns einmal begegnen.« Die Stimme hatte Gestalt angenommen und lächelte mich freundlich an. Sie war klein, rund und wirkte unwahrscheinlich lebendig. Das blonde Haar war zu einem Zopf zusammengebunden, aus der sich eine einzige Haarsträhne gelöst hatte und ihr ins Gesicht fiel. Sie hatte eine kleine Nase, die übersät war mit rötlich-braunen Sommersprossen. Um ihre klaren graublauen Augen
und um ihren Mund bildeten sich erste Fältchen, deren Ursache zweifellos häufiges und herzliches Lachen war. Du siehst deinem Vater sehr ähnlich. Sie trat an den Tisch heran und strich dem am Tisch sitzenden zärtlich über den Kopf. Ihr seht eurem Vater sehr ähnlich. Sie sah von dem Jungen am Tisch zu mir und sagte, dabei seht ihr euch überhaupt nicht ähnlich. Aber keiner von euch kann verleugnen, euer Vater Sohn zu sein. Sie sah in mein entgeistertes Gesicht. Ich dachte, du hättest es gewusst. Hans wollte es dir eigentlich sagen. Es war seltsam, den Namen meines Vaters zu hören. Fremdartig. Er war nicht Hans für mich. Er war mein Vater. Und wie es schien, hatte ich einen Bruder. Ich sah in ein Gesicht, das mir vertraut und doch fremd war. Ich spürte das Band, welches uns verband, und ich wusste, dass es das für immer tun würde. So wie es immer eine Verbindung zwischen meinem Vater und mir geben würde, wie weit wir auch voneinander entfernt sein mochten. Ich konnte all dies nicht sofort begreifen. Ich spürte, wie der Boden unter mir zu schwanken begann. Ich hatte erst vor wenigen Tagen all meine Freunde verloren. Mein Vater hatte den Wald verlassen, die Flüchtlinge von Soldaten verschleppt, Baruch in die undurchdringbaren Tiefen des Blaubeimer Forstes geflüchtet, der Wolf durch einen Pfeil hingestreckt, mich hatte ein kleiner Waldgeier versucht, in eine Falle zu locken. Ich war einen Tag durch den Wald und zwei Tage über die sich immer weiter ausbreitende Ebene gelaufen, immer in der Angst, den Soldaten doch noch in die Arme zu laufen. Aber ich hatte keine Spur von ihnen gefunden. Ich hatte, als ich am Berg angekommen war, Mühe, das Dorf zu finden. Es lag wahrlich hinter dem Berg, eingebettet in ein sich in das Berg hineinfressendes Tal, von einer Seite geschützt durch den Blaubeimer Forst und von der anderen durch eine beachtliche Gebirgskette, die sich an den Berg anschloss. Scheinbar weit ab von den Vorgängen außerhalb dieser kleinen Idylle. Jetzt spürte ich die Anstrengung der letzten Tage. Ich hatte in diesen kaum etwas gegessen. Hunger war mit einmal doch ein großes Problem. Mir wurde flau im Magen und schwarz vor Augen und ich spürte, wie sich der kalte, harte Fußboden mir näherte. Doch bevor ich auf diesen aufschlug, packten mich von hinten zwei große, kräftige Hände und setzten mich auf einen am Tisch sitzenden Schemel. Der hat uns gerade noch gefehlt. Es war also noch jemand im Haus. Er klang heiser, alt und unfreundlich. Die Frau blitzte ihn über meine Schultern an. Lass ihn, Vater. Dein Bastard reicht dir wohl nicht. Musst dir gleich noch den anderen deines treulosen Kerls ins Haus holen. Aus den Augenwinkeln sah ich, wie er abwehrend die Hand hob. Sag nichts, ich kenne dich. Du würdest niemals auf die Idee kommen, ihn vorzuschicken. Mit schweren, schlurfenden Schritten umrundete er den Tisch und sah mir in die Augen. Aber nichts anderes werden wir tun, sagte er zu mir. Wir werden dich fortschicken. Du kannst hier nicht bleiben. Vater, wer hier bleibt, entscheide immer noch ich, protestierte die Frau. Du bist meine Tochter und deine Frau. Wer also hat das Sagen im Haus? Das Sagen im Haus hat dem das Haus gehört. Und das Haus gehört mir. Du bist meine Tochter. Nicht nur, dass du mir gehorsam schuldest. Nein, was dir gehört, ist auch meins. Jedenfalls, solange du nicht verheiratet bist. Also hab ich das Sagen. Da gibt es aber jemand, der da ganz anderer Meinung ist. Ha! Dieses Haus hat mir gehört, lange bevor es dich gab. Und das würde es auch immer noch, wenn du ein wenig Verantwortung im Leibe hättest und nicht alles versaufen oder verspielen würdest. Die beiden setzten ihren Streit, ohne dass ich ihnen weiter folgte, fort. Der Junge, mein Bruder, schob mir wortlos den Teller Suppe herüber und forderte mich mit einer stillen Geste auf zu essen. Dankbar griff ich den Löffel. Während ich mich wie ein ausgehungerter Wolf über das Essen hermachte, ließen wir uns keinen Augenblick aus den Augen. Er war 3, vielleicht 4 Jahre jünger als ich. Er hatte die runde Kopfform und die blonden Haare seiner Mutter, seine Gesichtszüge und die Augen aber waren unverkennbar die meines, unseres Vaters. Die gleichen blauen Augen, die etwas schiefe Nase und der breite Mund. Ich hingegen habe nur die schmale Kopfform, die dunklen Haare und das eckige Kinn von meinem Vater geerbt. Es stimmte schon. Wer uns nebeneinander sah, würde uns kaum für Brüder halten. Legt man aber unsere Bilder übereinander, so erhält man das des uns verbindenden Menschen, das Bild unseres Vaters. Du bleibst doch, fragte er mich, als ich den Teller geleert und in die Mitte des Tisches geschoben hatte. Er sprach mit leiser, fast schüchterner Stimme. Was für ein Ende. Ja, nicht ganz, es geht ja noch ein bisschen weiter. Ja, lass uns mal ein bisschen über die Entstehung von deinem Buch sprechen. Also von der Idee bis zum fertigen Buch. Und du wolltest ja auch noch was zum ersten Kapitel sagen. Das habe ich mir gemerkt.
Genau, also ich kann kurz zum ersten Kapitel noch sagen. Es ist jetzt ja auch schon angeklungen. Letztendlich, es spielt im Waisenheim. Da lebt oder ist der Karl von der Familie seiner Mutter hingegeben worden. Es herrschen katastrophale, furchtbare Zustände. Er verliert dort seinen besten Freund, der sich um ihn gekümmert hat. Ja, und wird dann, als er ungefähr 7 Jahre ist, von seinem Vater aus dem Heim befreit, sozusagen. Ich glaube, das ist jetzt schon beim Lesen auch ein bisschen rausgekommen. Mehr ist es dann letztendlich auch gar nicht dazu zu sagen. Jetzt beim zweiten Leseabschnitt, also ist ein relativ großer Zeitsprung, da ist er so ungefähr 14, 15 Jahre alt. Im ersten Leseabschnitt war er ja ungefähr 8. Ja, und zur Entstehung des Buches, die hängt im Grunde genommen dicht damit zusammen, warum ich überhaupt angefangen habe zu schreiben. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, in der es Bücher gab und in der viel gelesen wurde und in der auch viele Geschichten erzählt wurden. Und nicht nur Geschichten nacherzählt, also nicht nur Märchen nacherzählt, sondern tatsächlich neue Geschichten neu erfunden wurden. Meine Eltern hatten da so einen Trick, ich glaube, das haben die auch aus Eigennutz gemacht. Mitunter, also ich habe noch 2 Schwestern und wenn wir unterwegs waren von Ausflügen oder von Familienfeiern nach Hause. Jeder, der Kinder hat, wird das wissen, wenn die übermüdet und überdreht sind, dann fangen die furchtbar an zu nerven. Und man muss ja Kinder dann irgendwie bei Laune halten, weil, also wenn man nicht einfach sie ins Bett stecken kann, sozusagen. Und dann haben unsere Eltern im Grunde genommen uns Geschichten erzählt, indem sie fragten, so, ja, wir erzählen euch jetzt eine Geschichte. Was soll da drin vorkommen? Und wir konnten dann halt auswählen, was auch immer uns in den Sinn kam. Da kam dann vielleicht eine Erdbeertorte, ein Hamster, eine Schraube und ein Stück Kohle zusammen. Und daraus erzählten dann unsere Eltern uns auf dem Weg eine Geschichte. Es war jedes Mal eine neue Geschichte. Wir konnten nachfragen, haben dann mitunter selbst erzählt. Also es ist so ein bisschen von Kindheit auf ist Geschichten erzählen für mich ein Stück weit Normalität. Und ich konnte mich auch immer gut in Geschichten reinfinden, da so rein abtauchen in Bücher, auch in Filme. Konnte da schön mitspielen, habe mir dann manchmal auch vorgestellt, wie die Geschichte weitergeht oder was die Leute, die ich da besonders gemocht habe, denn noch erleben können. Und habe da eigentlich für mich so gedanklich Geschichten gesponnen. Das hat sich so ein bisschen verloren denn und kam eigentlich wieder, als ich selbst Vater geworden bin. Weil ich habe ja meinen Kindern auch durchaus vorgelesen, aber auch Geschichten erzählt. Und irgendwann war so der Gedanke da, nur für mich selbst mal zu überlegen oder auszuprobieren, ob ich das schaffe, eine längere Geschichte, die irgendwie in sich geschlossen und eine gewisse Logik hat, zu schreiben. Und habe da so ein paar Versuche unternommen, die ich dann wieder beiseite gepackt habe, weil es irgendwie nicht so richtig funktionierte. Also ich bin da nicht in so einen Flow gekommen. Und ich weiß nicht, woher. Irgendwann hatte ich diese Figur von dem Karl vor mir und wollte dem letztendlich die Geschichte schreiben. Dann habe ich halt mir so einen groben Plot ausgedacht und habe erst mal ein bisschen angefangen zu schreiben und merkte dann beim Schreiben, dass dieser Plot ist wirklich bloß grob. Der veränderte sich dann während des Schreibens, veränderte sich auch durch das Auftauchen von Charakteren, die ich vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. Die waren einfach auf einmal da und haben die ganze Geschichte nochmal verändert. Dass es ihn mitunter ganz woanders hingeführt hat, als ich vorher dachte. Also es war ein durchaus dynamischer Prozess und in dem mich meine eigenen, also meine von mir erfundenen Charaktere
auch beeinflusst haben. Also es war durchaus ein Wechselspiel, dass ich manchmal auch feststellte, das machen die aber nicht. So, das passt überhaupt nicht mehr zu ihrem eigentlichen Charakter oder wohin die sich entwickelt haben. Und am Ende sind da fast 550 Seiten draus geworden. Und es hat der reine Schreibprozess ungefähr 2 Jahre gedauert, bis ich so den ersten Entwurf fertig hatte. Was ich, als ich es begonnen habe, niemals gedacht hätte. Und vielleicht hätte ich es auch gar nicht angefangen, wenn ich gewusst hätte, es dauert so lange. Ja, und dann haben es halt ein paar Leute gelesen, fand es auch so ganz, ganz gut. Und dann wanderte das Manuskript im Grunde bei mir in die Schublade, weil ich mich nicht so richtig entschließen konnte, nach einem Verlag zu suchen. Und da lag es dann halt lange, also ziemlich lange sogar, bis ich bei mir auf Arbeit eine neue Kollegin kam, mit der ich mich über viele Dinge ausgetauscht habe, unter anderem auch über Bücher, über Gott und die Welt, wenn die Gelegenheit dazu da war. Und da kam dann irgendwann zur Sprache, dass ich geschrieben habe und sie wollte das unbedingt lesen und meinte hinterher, dass es viel zu schade ist, das in der Schublade liegen zu lassen. Und da war ich dann ja schon angepiekst, das mir nochmal vorzunehmen, nochmal ein bisschen zu überarbeiten und habe es dann letztendlich über Self-Publishing veröffentlicht vor jetzt 5,5 Jahren oder so. Na Gott sei Dank hast du es veröffentlicht. Es wäre ja sehr schade gewesen. Finde ich im Nachhinein natürlich auch. Also herzlichen Dank an deine Kollegin. Ja, richtig hier aus. Wo schreibst du? Hast du einen bestimmten Ort, also Küchentisch oder Bibliothek? Und gibt es eine bestimmte Tageszeit? Oder hast du vielleicht auch Rituale? Tatsächlich, also einen festen Ort habe ich nicht. Ich würde jetzt nicht sagen, ich kann überall schreiben, das jetzt nicht. Aber ich brauche so ein bisschen Ruhe dafür. Also wenn zu viel Gewusel um mich herum ist, dann geht das nicht. Aber sonst kann ich ja am Küchentisch schreiben. Ich kann mich auch aufs Bett setzen und schreiben. Ich habe auch schon in einem Zug geschrieben. Das ging so lange gut, bis sich neben uns Leute setzten, bei denen ständig das Handy piepte. Da war es dann auch vorbei. Aber das ist für mich nicht so festgelegt. Hauptsache, ich brauche irgendwie eine Idee oder einen Gedanken, den ich da weiterspinnen und festhalten möchte. Zeitlich habe ich an dem Buch tatsächlich oft früh geschrieben, also wenn dann, bevor ich zur Arbeit gegangen bin. Und dann oft abends nochmal. Inzwischen schreibe ich eigentlich, wenn ich jetzt Sachen schreibe, die abends bis in die Nacht hinein. Also es ist durchaus vorgekommen, dass ich dann irgendwann auf die Uhr guckte und feststellte, es ist jetzt 2, vielleicht sollte ich dann doch mal Schluss machen. Und auch Rituale habe ich nicht wirklich. Also ich habe gerne irgendwas zu trinken dabei, sei es ein Kaffee oder ein Wasser oder auch gerne mal ein Glas Wein oder ein Bier. Aber das würde ich jetzt in dem Sinne nicht als Ritual bezeichnen wollen. Wie würdest du dich selbst beschreiben? Also in erster Linie würde ich mich als unfertig beschreiben. Es gibt tatsächlich immer noch und immer wieder neue Dinge für mich zu entdecken und auch auszuprobieren, auch über mich selbst herauszufinden. Also ich bin da sehr interessiert und offen, auch einfach Dinge zu machen, die ich noch nie gemacht habe und das auszuprobieren, wobei ich längst nicht alles machen muss und auch nicht alles machen möchte. Also ich kenne da auch, glaube ich, ganz gut meine Grenzen. Wenn es so um Charaktereigenschaften geht, würde ich mich als sehr geduldigen Menschen bezeichnen und auch als beharrlich. Also ich kann warten, das ist vielleicht auch ein bisschen berufsbedingt, da gehen manchmal die Sachen bei etwas langsamer und man vonstatten. Also man braucht viel Geduld
bei meiner Arbeit, die ich auch so, glaube ich, mitbringe. Ich kann an Dingen dranbleiben, also die auch über einen längeren Zeitraum verfolgen, dann auch mal für eine Weile beiseite legen und dann wieder hochholen, bis ich es dann irgendwie zum Abschluss bringe. Und sonst, ja, ich bin ein ziemlich unordentlicher Mensch. Also aufräumen und putzen ist jetzt nicht meine allergrößte Freude und Kernkompetenz. Also Kompetenz schon, die habe ich, aber es ist jetzt nicht das, womit ich besonders gerne meine Zeit verbringe. Ja, sonst... Das war schon eine ganze Menge. Okay. Da hast du ganz viel von dir preisgegeben. Ich glaube, ich habe jetzt nichts preisgegeben, wofür ich mich später schäme. Das glaube ich auch. Alles in Ordnung. Wir haben ja im Vorfeld so ein bisschen auch über Bücher gesprochen, wir beide, ne? Und daher habe ich jetzt auch noch eine Frage zum Thema Bücher für dich. Ja. Was macht für dich ein wirklich gutes Buch aus? Also ein wirklich gutes Buch sollte für mich drei Dinge haben. Zum einen ein Thema, was mich anspricht, was mich interessiert und in dem Zusammenhang auch die Geschichte, was erzählt wird. Das ist ja, kann ganz unterschiedlich sein. Also ich lese gerne Märchen- und Fantasy-Geschichten, aber auch Krimis oder so. Aber es muss einfach irgendwie eine packende, spannende Geschichte so mit drin sein. Denn die Charaktere, also Charaktere mit Tiefgang, also die dürfen auch gerne irgendwas Skurriles, Verrücktes haben, solange sie eben nicht bloß oberflächlich sind. Also und auch eine Entwicklung durchmachen im Buch. Also man merkt, da passiert auch was mit den Charakteren. Die sind am Ende des Buches, haben die auch eine Reise gemacht. Und dann auch die Umsetzung einfach. Also wie ist die Geschichte erzählt? Hat die gute Spannungsbögen? Sind überraschende Wendungen drin oder ja, Dinge, mit denen man überhaupt nicht gerechnet hat zu dem Zeitpunkt, die sich da aber trotzdem gut einfügen. Und natürlich auch die sprachliche Umsetzung. Also wie ist die Sprache? Liest sich das gut flüssig? Und das ist dann schon mal ganz gut. Wenn dennoch ich beim Lesen spüre, da hatte der Autor wirklich Lust, auch mit den Worten zu spielen und mit den Sätzen zu spielen und Formulierungen zu finden, die vielleicht ein bisschen aus der Normalität herausfallen. Also wenn es eine schöne, poetische Sprache ist, finde ich das immer ganz toll. Und wenn diese drei Dinge zusammenkommen, dann würde ich sagen, hat man ein sehr gutes Buch. Da gebe ich dir recht. Ja. Wo finden wir dich denn bei Social Media? Tatsächlich fremdle ich immer noch mit Social Media. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit mir einen Instagram-Account mal zugelegt, weil ich kriege ja hin und wieder so Marketing-Tipps und einer davon war, pflegen Sie Ihre Social-Media-Kanäle. Und ich dachte, ja, habe ich nicht, muss ich mir erst mal zulegen. Also es gibt einen Instagram-Account von mir, man findet mich da unter Frerich Pohl. Da ist noch nicht so viel passiert. Tatsächlich, ich muss mich damit oder will mich damit auch ein bisschen mehr befassen in Zukunft. Man kann mich da jedenfalls finden, man kann mich darüber auch kontaktieren, wer das gerne möchte. Ich bin angemeldet bei Lovely Books und bei büchertreff.de auch noch. Also auch da findet man mich. Wobei ich auch da jetzt nicht so omnipräsent und überaktiv bin. Ja, mehr gibt's da aktuell noch nicht. Das wird vielleicht irgendwie noch mal mehr. Da muss ich mich tatsächlich, habe ich da einen Nachholbedarf vielleicht. Ich glaube, das kommt mit der Zeit. Das wird schon. Ja, schauen wir mal. Wo können wir denn jetzt dein Buch kaufen? Das sollte überall im Buchhandel bestellbar sein. Also in der Buchhandlung des Vertrauens
oder auch bei größeren Ketten auf den gängigen Verkaufsplattformen im Internet ist es auch bestellbar. Also eigentlich ist es überall, wo man Bücher kaufen kann, erwerbbar. Das ist super. Wir kommen jetzt schon zur letzten Frage. Was wünschst du dir von deinen Lesern? Ja, also in erster Linie wünsche ich mir von, aber auch für meine Leser, dass ihnen meine Bücher gefallen, dass sie Spaß haben, die zu lesen und im besten Fall hinterher sagen, ach, das war so schön, da will ich mehr von lesen. Sonst freue ich mich natürlich auch sehr über Feedback, in welcher Form auch immer, sei es in Form von Bewertungen im Internet oder auch eine Nachricht über Instagram, oder man kann mir auch eine E-Mail schreiben, meine E-Mail-Adresse steht im Impressum vorne drin in den Büchern. Ich würde oder bemühe mich, alles zu beantworten, was da so kommt. Ja, das wären so die Wünsche oder die ich so formulieren könnte. Ja, das war doch super. Ja, wir sind am Ende. Leider. Ja, ging schnell rum. Es war wirklich sehr, sehr schön. Du hast eine sehr schöne Vorlesestimme und das werden die Hörer auch bestätigen. Da bin ich mir ganz sicher. Ja, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es hat mir riesig Spaß gemacht. Auch nochmal danke für euer Engagement die Arbeit und Liebe, die ihr in diesem Podcast steckt, finde ich großartig. Danke. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir und ich wünsche dir heute noch einen schönen Tag. Danke, dir auch. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Emilia. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Meine Lesung.